Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir den 3.3.2020 und das bedeutet, es startet eine neue Ereigniswoche in Red Dead Online. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich euch hier auf einen wirklich skurrilen Bug aufmerksam machen, der doch letztens gehäuft im Spiel auftritt. Und zwar, wenn man das Adlerauge aktiviert, dann werden teilweise Raumbereiche sichtbar, die viel dunkler sind als die restliche Umgebung. Sieht ganz witzig aus, stört den Spielfluss nicht unbedingt, aber schaut euch das einfach mal an. Ich lasse das hier als Unterhaltungsprogramm jetzt einfach mal so nebenbei laufen. So, und dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, was es in dieser Woche alles Neues gibt. Und ihr bekommt eine Schatzkarte, wenn ihr es schafft, innerhalb dieser Woche 5 tägliche Herausforderungen zu absolvieren. Und das ist wirklich kein Problem. Diese Schatzkarte nimmt wirklich jeder easy mit. Außerdem bekommt ihr 50% mehr Rollen-XP auf alles, was mit dem Schwarzbrenner zu tun hat. Und gemeint sind hier Verkaufsmissionen, Story-Missionen und Bootlegger-Missionen. Und meine Freunde, ich habe das schon mal gesagt, ich vermute ganz, ganz stark, dass das auf ein baldiges Update in RDR Online hindeutet. Denn ich glaube, diese XP-Boosts, die es letztens für alle möglichen Rollen gibt, die sind dafür da, um auch Spielern, die noch nicht so weit fortgeschritten sind in den Rollen, zu ermöglichen, diese Rollen zumindest levelmäßig zu Ende zu bringen, bevor dann das neue Update kommt. Also ich denke, in diesem Monat wird da noch was kommen. So, außerdem wirbt Rockstar damit, dass man ausreichend Club-XP bekommt, um 10 Ränge aufzusteigen. Wenn man sich jetzt noch für den Outlaw-Pass Nummer 2 entscheidet, das Ganze gilt wohl bis zum 8. März, dieses Angebot. Aber ganz ehrlich, wenn man überlegt, dass der Outlaw-Pass Nummer 2 am 10. März ausläuft, dann sollte man sich, wenn man sich jetzt noch für den Pass entscheidet, wirklich sicher sein, dass man ausreichend spielt, um auch noch bis zum Ende durchzuleveln, denn nur dann bekommt ihr auch tatsächlich euer gesamtes Gold zurück, was ihr da investiert und auch alle Vorteile, die ihr sonst so aus dem Outlaw Pass rausziehen könnt. Außerdem haben wir in dieser Woche einige Vergünstigungen. So haben wir zum Beispiel auf die Araber 25% Rabatt. Und ich weiß ganz sicher, dass das auch für den schwarzen Araber gilt. Denn ein ganz lieber Freund von mir, der Hardy, hat sich den schwarzen Araber für 25% weniger gekauft. Außerdem gibt es hier noch 30% auf Westen und 40% auf Bögen und die Angelrute. Ja, meine lieben Freunde, das ist die Ereigniswoche in Red Dead Online und wie gesagt, es sieht alles ganz stark danach aus, dass wir hier auf ein Update zusteuern und dazu passt natürlich auch der auslaufende Outlaw Pass Nummer 2. Also wie gesagt, wahrscheinlich im März ein Update. So, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Baum, baum.